Ein hübscher. Dann ist der andere, der steht auch mehr da. Dann ist der Kampfhund. Ja, heute sieht es irgendwie aus wie Regen. Draußen ist was zusammen. Und da sieht es gerade aus wie Gewitter. Erst heute Nacht. Schauen wir doch mal. Da die Hirsch. Und der Suche. Der Mühlberg. Als Rand Großzimmern. Geht's jetzt gemütlich nach Darmstadt. In Richtung Darmstadt. Von Zimmern aus. Aufpassen. Da ist einer angeschwirrt. Ich meine natürlich die Insekten. Ruckzuck hat's da einen im Mund. Man geht es also kaum merklich den Berg immer höher, also immer ein bisschen steiler. Das merkt man dann schon. Das ist hier oben wieder das Hügelgrabgebiet. Das steigert sich dann immer mehr. Ein bisschen anstrengender. Kommt jetzt hier links. Das Gebiet mit den Hügelgräbern. Da ist jetzt ein ganz großes neben dem Weg. Da ist es. Das ist der Brausezeit. Ganz gut erkennen. Und jetzt ziehen sie sich hin, so hoch den Wald entlang. Gibt es noch mehrere. Das ist ein Rossdorf. Mit dem E-Bike nimmt man das gar nicht wahr, aber ohne E ist ja schon ganz schön der Berg. Da hier hinten an die Hügelgräber sind, gar nicht weniger, und dann hier diese Aufschüttung, die so ganz komisch aussieht, könnte es eventuell ein Erdwerk sein aus der Bronzezeit. Bin mir nicht sicher, aber sowas könnte es sein, da in diesem Gelände. Jetzt sind wir in dem Stimmisch oben drauf, und da wird es auch hinpassen. Hier geht es dann wieder runter. Ja, das ist hier der Energieplatz. Mal sehen, gibt es das noch? Da. Da ist er, der Kreis. Ja. Das ist der Badesee. Wieder auf der Straße und auch eben wieder im Wald, absolute Waldbrandgefahr, rauche, mach mal die Zigarette aus, böser Blick, kein Wort, weiter rauchen.
Was will man da machen? Auf der anderen Seite, hinter dem Wildgehege, auch Hügelklebe. Das sind so die Plätze, wo die Leute in der Brausezeit die Toten abgelegt haben. Und jetzt hier so bei Waldhaus. Die Boote sind schon draußen. Wird es am 1. Mai hoch hergehen. Wie alt das Haus ist. Also auf der Mathildenhöhe. Der Fünffingerturm. Die russische Kapelle ist mal offen. Ich muss gleich mal unter meinen Neid auf. Ja, ich habe mal kurz reingeguckt, aber Fotos machen darf man nicht, filmen darf man auch nicht. Alles streng verboten. Bei Geld soll man geben. Ich dachte, naja, lieber nicht. Das ist irgendwie ein komisches Gefühl, wenn man da drin ist. Vor dem Hintergrund, was da gerade passiert in der Ukraine, ist das ganz seltsam, wenn man da drin steht. Deswegen war ich ganz kurz, vielleicht 10 Sekunden drin, und bin gleich wieder raus, weil ich so irgendwie, weil ich ein ganz ungutes Gefühl einfach habe, wenn ich da drin bin. Das ist total schön hier. Hier ist es total duftig. Die duften gleich. Wahnsinn, was die hoch haben. Dann können wir vielleicht nochmal in den Park Rosenhöhe reinfahren. Es ist unbelastet und schön einfach da drin. Schön ist es im Frühling. Sieht man die vielen exotischen Bäume. Dann sind die Häuser der Künstler. Jetzt wird es gleich bunt. Sind die nicht schön? Das ist immer so eilig. Das ist so nach vorne geneigt. Das sind die Sequoias, die Mammuts. Die schön. Das sind jetzt Rotbuchen, das sind jetzt keine Blutbuchen. Nehme ich mal an. Ich als Baum nicht kenne, soll ich das sagen. In der Sonne sind sie natürlich viel, viel schöner. Aber auch im Schatten sind sie doch schön. Lauter Exoten stehen hier rum. Das ist noch so ein Mammut. Das ist die Königsgräbe. Prinzessinnen liegen hier. So ein Mammut. Das ist doch wenigstens mal ein Baum. Was ist ein Watz? Der hört so an der Rinde. Die Rinde da drauf ist. Der Schutz. Thank you.
verschiedene Klangkörbe, der Baum. Schöne Engel. Was ist denn das? Ist ein toller Vogel, der so pfeift. Das war ja klar, ein Star. Das können wir am tollsten folgen. Das toll geschmückte Kreuz mit tollen bunten Steinen drauf. Und da ist es eine Spechthöhle. Ob die noch bewohnt ist? Das sieht schon komisch aus. Das ist eher ein Unkrautgatte. Ich kenne das noch ganz anders. Komisch. Seltsam. Ja, also der Frühling ist hier noch nicht sogar ganz angekommen. Dauert noch. Da sind wir erst bei einem Bienenhochbetrieb. Da ist was los. Summ. Das ist eine putzige Wohnung. Das Schlösschen. Das ist die Raubtierfütterung. Oberfeld in Darmstadt. Auch viele Sachen aus der Prähistorie gefunden. Die Leute also auch schon in der Steinzeit gesiedelt. Da kennt man wieder die Schwingung im Wald. Mit den verbogenen Bäumen. Einfach mal da so durchgefahren. Da tauchen so Berge im Wald auf. Hier bin ich schon lange nicht mehr gewesen. Tatsächlich. Es ist das Rücksbrunnchen. Eine Quelle. In der Tat, da ist er. Da für die Hunde die Schüssel hingestellt. Kann ich mal was machen, was ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht habe.
Ich mache mal einen super schönen Bergkristall, den ich irgendwann mal, ich glaube in Ammerbach war es gewesen, am Main, in einem Antiquitätengeschäft gekauft habe. Für ganz wenig Geld. Der ist nicht fast wie Glas. Ein Bergkristall ist das. Total perfekt. Die finden wir selten, die sind sehr teuer eigentlich. Das haben sie gar nicht gewusst. Der war so vergilbt. Und sah gar nicht schön aus, wie ich ihn gekauft habe. Aber ich habe gleich erkannt, was für ein toller Stein ist. Da habe ich den gleich mitgenommen. Jetzt lasse ich den mal einen Moment in der Sonne liegen. Beziehungsweise. Nimm mit im Sonnenlicht. Und dann lädt er sich wieder positiv auf zum Bergkristall. Ja, hier schon am Rücksbrunnen. Ist auch wieder so ein Zwieselbaum, den man unschwer erkennen kann. Da steht es drauf. Und an dem dünnen Baum lässt es auch sehen, dass hier Wasser unten drunter fließt. Der Weg, den die andere Richtung erheiligen. Und jetzt wieder zurück Richtung Dieburger Straße. Beziehungsweise Dieburg Richtung. Ja, so ist es. Oberramstadt, Mühltal, Dreiser. Die Richtung. 26 Kilometer bin ich schon wieder unterwegs. Ja, wie entsorge ich meine Paletten? Ich schmeiße einfach in den Wald. Ist ja auch nur Holz. Familienrückführung nennt man das. Dann ist der Wald da kein Parkplatz. Das ist schon ein bisschen weit weg, wo der steht, mit seinem Auto, warum auch immer. Ob es jetzt dann der Jugendhof, jetzt links nach Rossdorf. Da ist der reguläre Parkplatz. Es gibt Leute, die sind so fußkrank, die müssen dann immer weit in den Wald hineinfahren und dann von da aus erst laufen. Man muss ja nicht so weit zurücklaufen. Ja, schon der Ortsrand von Rostorf. Da geht ein Stückchen Radweg an der Straße entlang. Da sind die Unglücke. Direkt an der Straße. Feiner da hier. Die arme Höhle. Seht ihr, was da los ist? Die Eier. Schadstoff belastet. Das ist ein Ortsrand Schorschehause. Ja, da fahren wir das romantische Sprachbrücken durch, am Dilsbach entlang. Am Wassererlebnis. Schönen alten Häuser rum. Ha. Die Mühlstraß. Genau. Da ist was los. Brücke.
voll zum Heimfahren. Ja, da oben sind wir wieder zu Abbeim, wo die Straße beginnt. Jetzt sind ganz schön die Pollen durch die Gegend. Ich merke sie ganz am Hals und in der Nase, auch in den Augen. Tja, so ist das. Man muss sich als Allergiker immer wieder der Sache aussetzen. Dann wird es nicht so schlimm. Sie ist ja selber. Da fließt sie rum. Da sieht man es auf dem Wasser. Wenn man die Unmaße von Autos an den Vereinszahlen mehr sieht, freitags mittags oder samstags oder sonntags noch viel Ärger, dann brauchen wir uns nicht zu fragen, warum Corona immer noch so gewaltig ist. Die Leute denken, als wäre alles schon vorbei. Da kriegt er wieder. Ups. So ist es schwül warm wie im Sommer. Das sind alles Sachen. Ja, jetzt kommen wir erstmal in die Hauptkreuzstrecke. Für einen Moment, bis man da oben ist. Da haben wir die Kurve und dann geht's los. Da muss man runterschalten und dann ganz, ganz langsam mit 5, mit 4, mit 3 km/h hinaufstrampeln. Ganz gemütlich und versuchen dabei nicht zu schnaufen, damit man nicht das Herz in die Höhe jagt. Dann ganz beschaulich und gemütlich und dann geht es schon. Ich mache das dann im Zickzackkurs, aber ich fahre ja schon fast 40 Kilometer. Das ist natürlich dann nochmal was anderes, als wenn man ganz frisch ist. Das hat man früher immer so gemacht. Man ist so steile Strecken immer im Zickzackkurs hochgefahren. Und schwupps, hat man es geschafft. Kommt da noch ein steiles Stück. Und dann war's das. So, der Ritzel- und Kettensatzwechsel steht bevor. Wem ist die Kette zum ersten Mal durchgerutscht? Ja, irgendwann ist mal vorbei. Bin schon gespannt. Also um die, ich schätze mal 5000, 6000 Kilometer haben sie wohl gehalten. Vielleicht ein bisschen weiter, wenn wir sehen. Muss ich das mal daheim gucken. Auf jeden Fall ist es eben schon mal durchgerutscht. Also gut. Da bin ich oben. Das ist der Rossberg, im Tal Zeilert, unten der Dilsbachhof. Da oben bei Ramstadt, Eiche, das Wohngebiet. Den schönen gelben Rapsfeldern. Das sieht mir toll aus. Vorne ist das auch so. Gelb, das ist eine schöne Farbe. Ist das der Joy bei uns? Da müssen die Leute in stinkische Fliege ersetzen und hier fliegen irgendwo, anstatt hier draußen zu sein. Denn man sieht ja, was hier los ist. Hier ist Karsau. Alles ruhig. Da hinten dann den Ferner. Kennt man so schemenhaft. Den Spessart. Mit dem Hahnenkamm. Falls noch ein Unerfangen. Da weiter vorne Umstadt. Witzelbesch. Da nehmen wir
Rosberg. Da unten ist dann der Hof Innelbach. Da drüben der 100-Morgen. 100-Morgen-Land. Von raus, Laudertal, Neunkirchen. Da ein Waldreser. Und da noch eine. Aha, guck mal eine an. Da war mein Freund schon wieder da. Da hat es Abermals kaputt gemacht. Da sieht man es, Abermals zerstört. Wow, was eine Energie. Alles, was man Schlechtes macht, kommt auf einen zurück. Ich bin da überzeugt davon. Also kommt auch das zurück. Ja, ist schon fast so ein Kreuz, was er wieder hingelegt hat. Da. Tja, was soll man sagen? Da hat die Person das wieder kaputt gemacht. Wahrscheinlich wieder genau derselbe Typ. Was haben denn diese Skulpturen diesen Menschen nur getan, dass er die einfach kaputt machen muss? Das kann man gar nicht verstehen. Was geht denn den Menschen vor, wenn die sowas machen? Da, einfach zerstört. Wo rohe Kräfte sinnlos walten, können sich keine Stöcke halten. Das ist eigentlich das Zeichen, dass ich den richtigen und den Verdacht gehabt habe. Tja, das ist die Bestätigung. Doch das Gute gewinnt immer.
von Zerstörern sollen wir sich nicht aufhalten lassen. Das sind dumme Leute. Weil sie selber nichts drauf haben, machen sie alles anderen kaputt von anderen los. Der ist so hübsch geworden. An dem Kunstwerk sieht man deutlich, welche Wut da dahinter steckt, wie er das kaputt gemacht hat. Was der für eine Wut hat. So eine arme Seele.
Mehr Waldriesen braucht der Wald.
So, ist der nächste Zerstörte wieder schön. Was ein hübscher Kette. So. So ein Hummel hat es auch nicht einfach. So aus, als ob sie sich da eingraben wollte. Das war anstrengend. Mit dem schönen Baum, das ist so ein schöner Hintergrund, da geht dann jetzt meine schöne Tour zu Ende. War heute wieder mal ganz anständig, fast 50 Kilometer sind es geworden. Schöner Tag mit Waldriesen wieder aufbauen. Mehr Waldriesen braucht der Wald.